400 Jahre lang prägten die Prämonstratenserinnen des Klosters Retters diesen Ort. Die Gründungsurkunde führt uns zurück in das Jahr 1146, als Graf Gerhard von Nürings seine Liegenschaften zur Gründung des Klosters Retters stiftete, der Legende nach im Tal des Kreuzes. Den Prämonstratenserorden hatte Norbert von Xanten vor 900 Jahren im Jahr 1121 gegründet. 1126 wurde er vom Papst anerkannt. Das Kloster Retters im heutigen Kelkheim ist somit ein frühes Kloster dieses Ordens. Es diente zur standesgemäßen Versorgung von unverheirateten Töchtern des niederen Adels aus der Region. Seinen Rang bestätigte es außerdem als Grablege Burchard von Nürings, Bruder des Stifters und langjähriger Abt des Klosters Fulda. Im Stammbaum der Prämonstratenserklöster wird es als Kloster Retiers geführt, mit dem Gründungsjahr 1146 und dem Ende 1565 als Folge der Reformation. Den besten Eindruck des ehemaligen Klosters gibt eine Karte von Sebastian Wolf aus dem Jahr 1592, 30 Jahre nach seiner Auflösung. Außerdem ein daraus vergrößerter Ausschnitt von Walderdorf Lauer. Architekturfunde der Klosterkirche ermöglichen die Einordnung der Gebäude in die Zeit der Romanik und Gotik. Heute befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Kirche und des Kreuzgangs der Reitplatz. Berichte, Funde und eine archäologische Radarmessung der Fundamente bildeten die Grundlage für eine Rekonstruktion des Grundrissplans. Über die Kirche und Klausurgebäude geben uns analoge Vorbilder anderer Klöster Auskunft. Die Außenansicht der Kirche des Prämonstratenserinnenklosters Altenberg an der Lahn ist vergleichbar mit der etwas kleineren Kirche am Rettershof. Patronin der Prämonstratenser war die Mutter Gottes. Der Altar ist ihr geweiht. Auch auf dem Siegel ist sie dargestellt. Im westlichen Teil der Altenberger Klosterkirche ist eine vom Kirchenraum getrennte Schwesternempore erhalten, wie auch am Rettershof für die fünfmaligen Stundengebete im Tagesverlauf.
Auf gleicher Ebene befindet sich das angrenzende Dormitorium, der Schlafsaal der Schwestern. Zusammen mit der Kirche umschließen die Klausurgebäude den Kreuzgang mit innenliegendem Kreuzgarten, wie hier am Beispiel des Mutterklosters Rommersdorf. An die nach Osten ausgerichtete Kirche mit Chor schließen sich südlich die Sakristei und der Kapitelsaal, der Versammlungsraum des Klosters, das Refektorium, der Speisesaal und weitere Funktionsräume an. In Kelkheim sind zudem folgende Gebäude belegt: das Siechenhaus, das Haus des Priors, ein Obstgarten und ein Klostergarten mit Kreuzweg. Die umfangreichen Besitzungen und Einkünfte des Klosters in rund 70 verschiedenen Orten lagen vor allem zwischen Taunuskamm und Main-Nidder-Linie. Mit seinen Gütern war das Kloster Retters besonders in seiner Blütezeit zwischen 1190 und 1360 wirtschaftlich gut gesichert. Der Besitz weckte Begehrlichkeiten. Schutzbriefe und eine Klostermauer sollten Übergriffe abwenden. Teile des heutigen Hofguts gehen auf den Wirtschaftstrakt des ehemaligen Klosters zurück. Keller, ein Kelterhaus, zwei Weinkeller. Die Haus- und Hofhaltung war mit Hilfe vieler Laienschwestern autark. Neben anderen Besitzungen versorgte der nahegelegene Beidenauer Hof das Kloster durch Landwirtschaft und Viehzucht. Insbesondere die Schafe waren wichtig. Sie lieferten nicht nur Nahrung, sondern auch Wolle für die Kleidung und Häute für Pergamente. Diese wurden zum Schreiben und als Vorläufer für Fensterglas genutzt. Das Getreide wurde in nahegelegenen Mühlen am Braubach und in Hornau gemahlen. Für die Fischzucht wurden drei Teiche entlang des Rettaser Bachs angelegt. Von den vielen Weinbergen, die zum Kloster gehörten, wird auf dem Nonnberg in Wicker bis heute Wein angebaut und auch für die Stadt Kelkheim gekeltert. Die Schwestern lebten nach der Augustinerregel. Ihr Orden hatte den Wahlspruch »Zu jedem guten Werk bereit«. Dementsprechend erstreckten sich ihre Aufgaben auf die Armen- und Krankenpflege sowie auf Gebete zum Seelenheil. Ihre Kleidung bestand aus einem weißen Habit.
Jahrhundertelang trug Kloster Retters zur Kultivierung der Region bei. Nach seiner Auflösung wurden die Steine der historischen Anlage abgetragen und anderweitig verwendet. Heute befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Kirche und des Kreuzgangs der Reitplatz. Seit 1980 ist der Rettershof im Besitz der Stadt Kelkheim, die sich der Pflege dieses einzigartigen kulturellen Erbes im Main-Taunus-Kreis verpflichtet fühlt.